gibt ein neues Lippenöl in der Drogerie und ich glaube, das ist das Beste, was ich je probiert habe. Guckt euch allein schon die Packung an. Wir testen jetzt das neueste Lippenöl von Catrice. Ich habe mir zwei Farben mitgenommen. Einmal diesen hellrosanen und einmal den roten. Der helle sieht geswatcht erstmal sehr durchsichtig aus, aber wenn man den länger drauf hat, dann wird der so leicht pink. Beim Auftragen ist mir direkt aufgefallen, wie schön glossy der ist. Deswegen ist er auch eher dickflüssig, was ich aber persönlich sehr mag. Der große Applikator ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ich liebe es so sehr. Ich glaube, das Allerbeste ist, dass es die Lippen einfach einfärbt. Ist also wie ein Lip-Tint, nur in Ölform. Dann habe ich auch schon den roten getestet. Hier war ich ein bisschen unzufrieden. Wie kommt es, dass jedes Color-Changing-Lippenprodukt, was rot ist, auf den Lippen dann knallpink wird? Das ist das Einzige, was mich daran stört. Es kribbelt auch so ein bisschen auf den Lippen, aber das finde ich gar nicht schlimm. Ich glaube, das kommt davon, dass es so einfärbt. Ich finde halt richtig cool, dass die Farbe trotzdem bleibt. Mein persönlicher Favorit ist aber der helle. Der hinterlässt eher so eine rosige Farbe.